So, dann wollen wir mal loslegen. Diese Hose hier, das ist die Hose, die ich auf den zweiten Fotos immer anhab, also auf den Nachher-Fotos. Und ja, sie ist ein bisschen schmaler in den Hüften geschnitten, aber sie ist auch super elastisch. Also passt genauso gut wie diese hier. Diese hier ist nicht so doll elastisch. Und was ich jetzt als erstes gemacht habe bei dieser Hose, und das werde ich jetzt bei dieser hier auch wieder machen, weil es ist unglaublich schwierig, genau das gleiche Material zu finden, also wirklich hundertprozentig das gleiche. Man kann ein ähnliches Material finden und man sollte eins finden, was wirklich so nah wie möglich an den Originalstoff rankommt. Aber da diese Bündchen ja meistens doppelt liegen und auch noch verstärkt sind, würde ich sie einfach komplett abnehmen, wie ich das hier auch gemacht habe. Hier habe ich ja komplett ein ganz neues Bündchen dran, einen Bund dran gemacht. Und hier einfach dann die Gürtelschlaufen wieder an das andere Bund dran genäht. Und das mache ich jetzt hier auch. Also das ist der erste Schritt. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr diesen Bund macht, den einfach hier hinter dran nähen. Aber da gibt es jetzt zwei Schwierigkeiten. Erstens, da dieser Stoff hier doppelt liegt meistens und auch noch verstärkt ist, wird er euch wahrscheinlich trotzdem dann an der Hüfte einschneiden. Ein bisschen zumindest, auch wenn ihr einen höheren Bund drüber habt, weil der hier halt, diese Hose hier halt trotzdem stärker ist und hält, also stärker als dieses Material. Und dann müsst ihr ja auch immer über diese Gürtelschlaufen drüber nähen. Das heißt, ihr habt dann einen riesen Berg Jeansstoff, durch den ihr durchnähen müsst. Und das wird wahrscheinlich kaum eine Nähmaschine so wirklich gut schaffen. Da drin, dahinter ist ja dann noch der neue Bund. Also mein Tipp. Auf jeden Fall am besten, ich denke, die beste Möglichkeit ist wirklich den Bund abzunehmen. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit. Ich würde ihn auch nicht einfach abschneiden, weil dann ist es hier mit den Taschen und so. Hier sind meistens noch Nieten dran. Ihr könnt ihn auch abschneiden einfach, aber dann habt ihr mit dem Reißverschluss wahrscheinlich wieder Probleme und müsst dann nachher vielleicht blöderweise den Reißverschluss neu einnähen. Das ist natürlich auch nicht so toll. Also macht euch vielleicht kurz die Mühe und nehmt oben diese ganzen Gürtelschlaufen ab, unten können sie dranbleiben und einmal den ganzen Bund abmachen. Ich mache das jetzt auch und dann treffen wir uns gleich hier wieder und es geht weiter. Bis gleich. So, mein Bund ist ab. Das sieht dann so aus. Falls irgendjemand das noch nicht von innen gesehen hat, meistens ist es hier so nach innen gebügelt, meistens eigentlich fast immer. Und ja, dann so festgenäht an der Hose. Ihr seht jetzt hier so ein bisschen, hier ist ein bisschen dunkler und hier ist ein bisschen heller. Also hier war der Bund drauf. Das ist immer noch ein kleines Stückchen, was hier jetzt, ja, bei mir sind es ungefähr 1,5 cm. Ich habe den Bund mit einem Cutter abgemacht. Aber vorsichtig, wenn ihr das auch machen möchtet und nicht mit einem Nahtrenner, nehmt einen Nahtrenner. Ansonsten, wenn ihr es mit einem Cutter macht, dann bitte von innen machen. Nicht, dass ihr doch irgendwie ein Loch reinmacht und seid vorsichtig mit den Fingern. Nur so als Tipp, weil manchmal sind die Nähte wirklich sehr, sehr stabil und das ist schwierig, da irgendwie zwischenzukommen. Also macht es von hinten, falls ihr doch den Stoff irgendwie blöd trefft oder was, das ist dann besser. So, jetzt sind hier überall diese schönen Fäden. Die schneiden wir mal ab. Störe mich sonst gleich beim Abstecken. So. Ja, so sieht das dann aus. Also der Knopf ist sozusagen nicht mehr dran. Hier ist jetzt ein Reißverschluss. Der ist natürlich immer noch da. Den kann, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich den auch raustrennen und dann einen längeren Reißverschluss reinmachen später, wenn ihr den anderen Bund oben dran habt. Ich lasse es meistens einfach so und mache dann oben einfach Knöpfe in den Bund. Ja, das ist ab. Und jetzt kann man entweder diesen Bund wieder so, wie das an, wie der andere Bund auch war, berechnen, dass ihr hier den Einschlag, da wo es angenäht wird, so. Das heißt, ihr müsst bei eurer Berechnung, wie hoch der Bund jetzt sein, oh, ich mag gerade duschen, wie hoch der Bund jetzt sein soll, müsst ihr das mit einrechnen in eure Höhe. Ansonsten könnt ihr auch einfach das dann, wenn der Bund fertig ist, hier dran nähen, nach innen umschlagen. So, dann habt ihr da zwar eine Kettelnaht, aber das ist nicht ganz so aufwendig, wie das Ganze bügeln und dann wieder richtig einnähen.
Wenn euch interessiert, wie ihr das alles macht, Reißverschluss, ein richtiges Bündchen anfertigen, sowieso Hosen anfertigen oder was weiß ich was, dann schaut doch bitte mal bei meinen Online-Kursen. Ich habe da Kurse für Hosen mit elastischen Bündchen oder Hosen auch mit richtigen Bündchen, mit Einschubtaschen, mit Reißverschluss, einen richtigen Hosenbund machen, eine richtige Hose nähen. Das erkläre ich euch da alles. Hier geht es jetzt wirklich nur um den Bund und wie ihr euch den Bund anpassen könnt. Wenn ihr Detailfragen habt oder so, ihr dürft mich natürlich gerne fragen zu Inhalten und sowas, aber wenn das wirklich relevante Inhalte sind für meine Zahlkurse, dann würde ich euch bitten, davon vielleicht mal einen auszuprobieren. Das wäre gut. So, jetzt habe ich hier einen Jeansstoff, der in etwa gleich dick ist, auch gleich elastisch. Wenn ihr euch unsicher seid, meistens in den Hosen drin, meistens eigentlich muss es sein, dass da die Zusammensetzung vom Stoff drin steht. Also könntet ihr euch daran schon mal so ein bisschen orientieren. Und dann habe ich jetzt hier meinen Stoff, der ist wirklich tatsächlich von der Elastizität genauso. Und jetzt müsstet ihr einmal die Hose anziehen und eben kurz gucken, wo sie bei euch sitzt und wie hoch euer Bündchen sein soll. Ich erkläre euch das gleich nochmal. Ich schneide aber schon mal den Bund zu und ich schneide ihn ein bisschen höher zu, als er eigentlich sein müsste und auch ein bisschen weiter. Und das stecken wir dann gleich alles an dieser Hose an. So. Dann kann ich euch das besser erklären. Frosch im Hals heute. So, ich nehme mal 20 cm. Das wird bei mir definitiv wahrscheinlich ein bisschen zu hoch sein. Macht aber jetzt nichts, denn dann kann ich euch das, kann ich euch das wirklich gut zeigen, worauf ihr achten solltet, bis wohin die Hose sitzen sollte, beziehungsweise bis wohin der Bund gehen sollte. Und wo der am besten eingehalten wird, damit der auch auf eure Figur richtig gut passt. So, das schneide ich mir jetzt hier unten nochmal gerade, das ist nämlich ein bisschen schief. Bevor ihr an euch selber abstecken könnt, da müsstet ihr einmal diesen Bund, also diesen neuen Bund, den Stoff hier dran stecken von außen. Dieses hier ist ja jetzt nur einlagig, das kopieren wir gleich auf die zweite Lage, aber mit einer Lage geht es natürlich viel einfacher zu stecken. Jetzt müsstet ihr euch überlegen, ob ihr den einfach dran nähen wollt oder wirklich auch umschlagen wollt und wieder so haben wollt, wie er vorher war. Und hier vorne beim Reißverschluss eben darauf achten, hier hat die Hose ja Übertritt, Untertritt und hier liegt der Stoff natürlich auch doppelt und hier liegt er auch doppelt. Das heißt, das würde ich jetzt auch in der Breite einmal einschlagen nach da. So, mit einer Nadel einmal kurz fixieren und dann gucken. Und den schlage ich jetzt auch schon nach innen ein, so diese 1,5 cm und stecke den dann von außen dran. Und zwar genau da, wo ich ihn auch wieder annähen werde. So, also es ist überall jetzt eingeschlagen. Wer möchte, kann das auch unten schon mal bügeln. Für wen das einfacher ist, ich mache das nicht. Ich bügel das später, bevor ich es annähe. Jetzt zum Abstecken lasse ich das erstmal so überall einschlagen. Ja, und jetzt einmal ganz ringsrum bitte einmal feststecken, damit ihr gleich, wenn ihr die Hose anzieht und an euch absteckt, wirklich schon sozusagen die Vorgabe habt, wie ihr das später auch wirklich nähen werdet. Wenn ihr viel Bauch habt oder wirklich viel Speck auf der Hüfte, dann kann es sein, dass der Bund tatsächlich auch ein bisschen weiter sein muss als die Hose an sich. Was ich dann vorschlagen würde, ist, dass ihr wirklich, also dieser Stoff ist ja ein bisschen zu lang für diesen Bund eigentlich, aber macht das mal ruhig so, dann könnt ihr hinterher immer noch so ein bisschen umstecken und so und habt nicht den Stoff schon abgeschnitten und es ist irgendwie zu kurz oder was weiß ich was. Ja, Maßanfertigung, wie gesagt, richtig perfekt abnehmen eure Maße und sowas, das lernt ihr in meinen anderen Kursen. Jetzt geht es erstmal wirklich nur um
den Bund an sich und wie ihr den an euch abstecken könnt. Und ich stecke ihn jetzt zu Ende an und dann zeige ich euch das an mir ganz genau, wie ihr das machen könnt und worauf ihr achten solltet. Okay, bis gleich!